Hallo zu einem neuen Let's Play Teotown. Wobei, wenn man es genau nimmt, wird es nicht wirklich ein Let's Play, sondern ich wollte euch einfach noch kurz meine große andere Stadt zeigen. Ich habe die ja schon mal bei den Let's Plays zwischendrin erwähnt, dass ich da mal eine andere Stadt habe auf einer großen Karte. Das schauen wir uns kurz an. Und zusätzlich gab es mal eine neue Version in Teotown. Man sieht es wie immer links unten. Wir sind da mittlerweile bei der Version 221. Die Zahl in der Klammer hinten dran. Ja, was gibt's da Neues? Ich lade gleich mal die Stadt Theo. Das ist die große Stadt, die ich euch vorstellen wollte. Da sieht man auch gleich die Einwohnerzahl, die ist schon ordentlich, und natürlich auch die Stadtübersicht. Wir haben da jetzt eine riesige Karte, weil ich einfach mal eine richtig große Stadt haben wollte. Man sieht, richtig bebaut ist noch nicht, erst so ein Viertel ungefähr. Das geht natürlich auch noch weiter. Aber mit 57.000 Einwohnern natürlich trotzdem schon ordentlich fortgeschritten. Dann den Spielmodus sieht man auch, habe ich jetzt mal auf Mittel gestellt, weil leicht war eigentlich zu einfach, wenn wir ehrlich sind. Für ja, Teotown-Spieler, die das schon öfter gemacht haben, nicht wirklich eine Schwierigkeit. So, dann starte ich das direkt mal. Dann kommen wir da gleich mal rein. So, ich zoome gleich mal ein bisschen raus, damit ihr ein bisschen was seht. Den Schnee, den hatten wir schon. Was ich auch noch sagen wollte, aber dafür haben wir jetzt leider einen blöden Zeitpunkt. Ich hatte mit der Stadt auch schon Zufriedenheitswerte von 94% oder 95%, weil wir davor im Let's Play mal hatten, naja, über 90 sind schon gute Werte. Also es geht auch noch mehr. 95, 94 sind durchaus auch drin. Jetzt hier leider nicht mehr. Da muss ich noch ein bisschen was machen, damit es wieder besser wird. Aber deutlich über 90 sind wir trotzdem gut. So, zu den Neuheiten. Da klicke ich gleich mal da unten drauf. Dann sehen wir jetzt hier diesen Tab mit dieser Medaille. Das Ganze nennt sich jetzt Ränge. Man sieht auch gleich, ab wie viel Einwohner es gibt. Da werden quasi die Städte kategorisiert. Und man sieht auch, wir sind momentan eine Großstadt, würde ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, aber ja, hier gibt es natürlich ein bisschen andere Relationen als in der Realität. Jo, schade, dass es bei 50.000 Einwohnern keine neue Stufe gibt, sonst hätte ich die jetzt nämlich relativ genau erreicht gehabt. Dann hier, das hatten wir schon, dass man das Auto einstellen kann. Ach genau, das ist auch eine Neuheit. Ich glaube, die kam auch erst in dieser Version. Da gibt es jetzt rechts dieses Zaubersymbol. Da kann man in den Sandkastenmodus umschalten. Das dient dazu, wenn ein Versionssprung kommt, wenn die Stadt nicht mehr richtig funktioniert, dann kann man mit dem Sandkastenmodus quasi improvisieren. Kann man natürlich nicht rückgängig machen, ansonsten ist die Stadt natürlich nicht mehr vergleichbar mit anderen Städten, die nicht im Sandkastenmodus gespielt haben. Ja, ich denke, die meisten passen sich halt mit ihrer Stadt an, habe ich auch immer gemacht. In der Regel ging es ja doch ganz gut. Dann diese Übersicht, die wir da unten haben, ich glaube, die war schon da. Aber zumindest hier hatten wir die Übersicht immer, ob die Übersicht da unten dran schon stand. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was haben wir da noch für Neuerungen? Das hat sich, glaube ich, das war schon so. Genauso auch die Werte. Hier ebenso. Man sieht jetzt, aufgrund dessen, dass ich mit einer höheren Schwierigkeitsstufe spiele, kann man diese Prozente da nicht ganz so weit runterdrehen, weil man eben nicht ganz so viel Einnahmen hat. Dann das kennen wir alle schon, das haben wir auch mal ausprobiert im Let's Play. Energieversorgung, ja, das auch alles altbewährt. Da sind noch Neuerungen drin, da sieht man jetzt benötigte Plätze, genutzte Plätze. Also da sieht man zum einen, ob alle quasi einen Platz bekommen haben, die auch einen wollen. Allerdings habe ich hier jetzt nicht jeder, der einen Platz will, hat einen, aber ich konnte auch keine Schule feststellen, die
überlastet war. Zumindest bei den Hochschulen war es, glaube ich, so. Bei der Grundschule habe ich vorhin was gesehen, dass da eine überlastet war. Ja, also ich denke, zu ernst muss man die Werte nicht nehmen. Ich meine, natürlich, wenn es weit auseinanderklafft, der benötigte zum genutzten Wert, dann sollte man natürlich was machen, aber ansonsten passt es an sich. Man sieht da auch noch zur Verfügung gestellte Plätze, da sieht man quasi auch noch die Effizienz, wie viel werden denn von den Plätzen im Endeffekt wirklich auch genutzt. Oh, Grundschule passt, Hochschule, naja, kann man verbessern, würde ich mal sagen. Da sieht es ähnlich aus, wobei man natürlich auch mal das Problem mit den Radien hat und man muss natürlich auch in die Zukunft denken, die Häuser werden natürlich eher größer, gerade in Randbereichen. Wenn ich da jetzt anfange, kleine Grundschulen hinzubauen, dann haben wir relativ zügig wieder Probleme. Und das will ich natürlich vermeiden, das Geld haben wir ja so oder so. 720 Millionen unten, wenn ich richtige Steuersätze einstellen würde, also diese standardmäßigen 7%, da würde ich, glaube ich, total im Geld schwimmen, oder? 400.000? Wir würden ungefähr doppelt so viel einnehmen. Ja, da hätte ich ca. 400.000 plus da unten, also jede Menge brauchen wir gar nicht. Dann bei den Gebäuden schon ein bisschen was dazugekommen. Das kennen wir schon alles. Ja, da gab es ja diese Erneuerung noch mit dem Winter, aber das hatten wir auch schon alles. Bei den Geschenken, das war alles gleich. Geschenke gibt es jetzt aber. Wobei, nee, die hatten wir auch schon. Es kam nur eine Meldung, als ich einen anderen Rang erreicht habe, kam, glaube ich, eine Meldung, dass man irgendwas bauen konnte. Das war neu, aber die Belohnungen selber, die gibt's schon länger. Hatten wir alles schon genauso hier. Da hat sich hier auch nichts geändert. Da haben wir einen ganz neuen Punkt. Die Dekoration. Da gab es immer diese Felder, die hingesetzt wurden. So quasi solche Füllfelder. Und die kann man jetzt quasi auch selber setzen. Hat aber leider keinen positiven Einfluss. Was ich gerade bei diesem Baum hier an sich schade finde. Weil der hat ja durchaus einen positiven Charakter, wollte ich jetzt schon sagen. Ein Baum hat nicht wirklich einen Charakter, aber ich sag mal so, er verschönert die Landschaft. Ne? Hat ja schon ein bisschen die Eigenschaft von einem Park, vor allem wenn es mehrere Bäume sind in so einer Stadt. Und da hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass dann quasi diese Allee hier ein bisschen wie ein Park zumindest wirkt. Weil gegenüber einer rein grauen Straße noch so ein Grünstreifen mittendrin kommt einfach besser. Aber wird, soweit ich das gesehen habe, leider nicht beachtet. Genauso wie die anderen Felder hier. Ja, noch sortiert zwischen Industrie- und Gewerbegebiet. Aber ansonsten kein. Oh, da gibt es noch zwei verschiedene. Ja, weil das andere Abmaße hat, deswegen sind die da verschieden drin. Spielt ansonsten aber keine große Rolle. Genau, man sieht da bisher nur so einen Punkt drin. Da kommt vielleicht noch was zur Vervollständigung hin. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Das kennen wir auch schon alles, die Katastrophen. Da haben wir schon alles ausprobiert. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das gibt nur die Stufe der Gebäude wieder. Halb so wild. Die Bauernhöhe ist halt noch Stufe 1. Ich dachte, da wäre was mit Stufe 2. Habe ich mich geirrt? Ja. Gut, das wäre es jetzt, glaube ich, mit den Neuerungen. Da hat sich ansonsten nicht großartig was getan. Aber man sieht das Spiel nach wie vor. Ich hatte es am Anfang mal erwähnt, da gibt es immer wieder Fortschritte. Auch bis jetzt noch gibt es Fortschritte. Und es wird natürlich auch in Zukunft weitergeführt. Wer das auch im Forum verfolgt, der sieht, da wird fleißig dran gearbeitet. Dann noch zur Stadt kurz. Man sieht in der Minimap, da wollte ich jetzt nicht draufklicken, in der Minimap sieht man schon, ich habe es irgendwie mit symmetrischen Städten. Gut, das hat man weiter davor schon festgestellt. Sonderlich kreativ ist es nicht, aber höchst effizient. Zumindest bis jetzt kann ich das behaupten. Es funktioniert ziemlich gut. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Was soll das denn? Gibt's ja nicht. Ich habe da einfach einen Bauernhof hingemacht, statt. Das sollte natürlich Industrie zweite Stufe sein. Das korrigieren wir schnell. Das sind wir ja schon fast wieder im Let's Play-Modus.
So. Genau. Das heißt, im Endeffekt gibt es hier so einen Ring aus Wohngebäuden. Innen drin werde ich wahrscheinlich noch Gewerbegebäude ansiedeln, weil dieser dünne Rahmen aus Gewerbegebieten, der wird wohl nicht reichen. Und bei der Industrie sieht es so aus, der dünne Ring hier außen reicht wohl auch nicht. Deswegen habe ich da teilweise auch schon verbreitert. Ich hatte hier früher drei Bauernhöfe, sieht man hier noch. Da sind es dann nur noch zwei Bauernhöfe und am Rand noch Industrie, vier Felder nochmal extra. Was man auch noch sieht, die Industrie, die hat jetzt auch 6x12 Kästchen breite Felder, haben wir schon gesagt. Kann man das Ganze noch effizienter gestalten mit der Platzausnutzung? Ja, und weil, ne, ich auch bei der Industrie zu wenig Platz habe da am Rand, werde ich hier unten noch so einen Industrieblock hinmachen, weil in die Mitte rein zwischen Wohngebäuden gibt es natürlich nicht viel Sinn, die Industrie reinzubauen. Ich denke, da sind wir uns einig. Jo. Das wäre es an sich zu der Stadt. Man sieht, wir haben ja noch viele arme Einwohner. Wir haben noch nicht wie bei der anderen Stadt, wo ich jetzt eben das Finale da gebracht habe, wo wir quasi fertig waren. Da hatten wir wesentlich mehr reiche Einwohner. Da merkt man auch so eine Sättigungsstruktur in der Stadt. Es können keine Armen mehr reinkommen und der Luxus in der Stadt sorgt dafür, dass es immer nur mehr Reiche da sind und ja, dann kollabiert die Stadt dann ein Stück weit, haben wir auch gesehen, weil schlicht und ergreifend die armen Einwohner fehlen. Genau, da sind wir noch nicht hier. Aber ich denke mal, bis in ein paar Monaten sind wir dort und dann hoffe ich doch auch auf eine richtig große Stadt, auch was die Einwohnerzahl angeht. Ich werde euch da immer wieder ein bisschen von berichten, wenn ich hier Fortschritte mache. Jetzt sinkt auch noch die Bewertung. Macht sich gut. Ja, ich berichte euch da immer wieder mal ein bisschen von. Ich denke, es ist auch mal ganz interessant, so eine richtig große Stadt zu sehen. Ich meine, noch ist sie noch nicht riesig, aber das wird. Jo, da zeige ich euch so ein bisschen den Aufbau, wie es vorangeht. Jo, das wäre es dann schon mit dem kurzen Zwischenbericht zur neuen Version und der Stadt Theo, benannt nach der Stadt Theotown natürlich. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen und man sieht sich mal wieder. Ciao!